Die Servicekultur hier in Thailand, die ist unglaublich. Ich komme hier gerade aus dem Homepro und da ist mir eine Story passiert, die muss ich euch erzählen, das erfahrt ihr im heutigen Video. Also ich wollte euch kurz erzählen, was mit der Kaffeemaschine ist, und die Kaffeemaschine steht für mich exemplarisch für einen anderen Servicegedanken, der hier herrscht, und um den soll es mir eigentlich gehen bei dem Video. Also was ist passiert? Unsere Kaffeemaschine ist kaputt, ich habe es ja mehrfach erwähnt, das ist ein Gerät von Bosch, was über 10 Jahre gut funktioniert hat, da ist jetzt mechanisch irgendwas kaputt, da rappelt und knarzt es drin. Und die haben wir zwar, bevor wir von Deutschland hier rüber sind, die haben wir mitgenommen aus Deutschland, haben wir die nochmal general überholen lassen. Aber jetzt ist halt wieder irgendwas. So, jetzt hatte ich bei Bosch angerufen. Die haben eine Niederlassung in Bangkok mit einem Werk, wo auch repariert wird. Und die hatten gesagt, klar, ihr könnt zu jedem HomePro. HomePro ist so eine große Kette hier in Thailand. Möbel, Bau, Markt, gemischt Kram, keine Ahnung. So, da bin ich also heute dann, weil ich eh nach Chiang Mai musste, nach Chiang Mai zum HomePro. Meine Kaffeemaschine da reingeschleift, und die waren auch sehr nett, aber haben mir klar zu verstehen gegeben, nein, Kaffeemaschine, die nicht hier gekauft ist, auch wenn sie von Bosch ist, können wir nicht annehmen. Ich sage, Leute, das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich doch extra da angerufen. Ich wäre ja nicht nach hier hingekommen. Das hätte ich ja dann auch bei uns zur Post bringen können und selber zu Bosch schicken können. Die haben mir extra gesagt, ich muss zu HomePro kommen. Nein, das geht nicht. Dann kam eine junge Dame, die sehr gut Englisch gesprochen hat, und sagte, nochmal, habe ich den ganzen Fall geschildert, und dann sagte, ich rufe mal an bei Bosch. Dann hat die da angerufen, erstmal Wartemusik, bla bla bla, ich sollte mich hinsetzen, mal warten, sie wird das klären. Dann kam sie irgendwann mit einem Zettel wieder, ob ich mal meine Adresse hätte und meine Handynummer, sie würde mir einen entsprechenden Zettel machen, sie hätte jetzt alle Angaben von Bosch, sie hätte die Seriennummer meiner Kaffeemaschine bei Bosch angegeben, da gäbe es noch Ersatzteile für, auch wenn die Maschine schon alt wäre, es wird sich auf jeden Fall lohnen, die da hinzuschicken. Die Wahrscheinlichkeit, dass die noch reparieren könnten, wäre groß. Und sage ich, gut, dann vielen Dank, dass Sie mir das alles aufgeschrieben haben. Jetzt muss ich gucken, nee, der Kollege wäre jetzt los, der wird einen großen Karton holen, den müsste ich allerdings bezahlen. Das wäre so ein spezieller Versandkarton. Und der junge Mann, der wäre jetzt losgelaufen, würde Luftpolsterfolie holen. Dann haben die da mit 4 Leuten meine olle Kaffeemaschine komplett in Luftpolsterfolie eingewickelt, verklebt gemacht, getan, in den Karton eingepackt, zugeklebt und mir dann noch geholfen, das Ding ins Auto zu kriegen. Also sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Da habe ich mich 1000-mal bedankt. Ich blende euch ja die Bilder ein. 1000-mal bedankt. Und die wollten noch nicht mal was dafür haben. Ich sage hier, nee, das wäre Service, das wäre normal. Thailand wäre das normal. Also, fantastisch. Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, der vielleicht mal genau mit dieser Kette schlechte Erfahrungen gemacht hat. Nochmal, es geht mir jetzt nicht um diese Kette oder irgendwas, sondern es geht mir um den Grundgedanken, mit dem hier viele Menschen versuchen, einen guten Job zu machen. Ja? Und ich habe die auch gefragt, ob ich knipsen darf. Ich habe gesagt, ich habe keinen YouTube-Kanal. Ich würde das gerne erzählen bei YouTube, ob das in Ordnung wäre für sie. Ja, sagt sie, klar, gar kein Problem. Ich soll aber doch bitte erwähnen, dass die Leute bei Facebook hingehen auf HomePro Chiang Mai. Ich blende euch hier oben was ein und da ein Like dalassen. Und das mache ich jetzt. Meine Bitte an euch, seid so nett, unterstützt die. Die hat sich so eine Mühe gegeben. Die waren so nett. Und wie gesagt, die wollten noch, ich habe die Luftpolsterfolie bezahlt mit 40 Baht, den Karton mit 60, 70 Baht, ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung. Es war ein kleiner Betrag und bin dann zur Post, habe es bei der Post aufgegeben. Ach so, und dann sagt sie auch, ja, hier dieser HomePro, der ist im gleichen Gebäude, wo auch ein Big C drin ist, ein großer Supermarkt, da gäbe es den sowieso Express. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber der wäre so teuer. Das soll ich nicht machen, ich soll lieber zur normalen Post gehen, da würde ich über 100 Baht sparen. Also ich habe total mitgedacht, sich Mühe gegeben, hat da einen riesen Zettel draufgeklebt mit meiner Handynummer und dies und das. Und ich soll noch mal ein Foto machen von der Seriennummer vorher, nicht, dass ich da irgendein anderes Gerät geschickt kriege. Und total bemüht, total nett. Danke Thailand, danke HomePro, dass ihr so nette Angestellte habt, die auch gutes Englisch sprechen. Hatte extra so ein Schildchen um hier mit der englischen Fahne drauf, dass man sehen konnte, okay, die kannst du ansprechen, wenn du Englisch sprichst. Und ich bin völlig beeindruckt, immer wieder hier in Thailand, Service kriegen die hier wirklich gut hin. Vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen und viel besser, als ich das aus meinem Leben in Europa meistens gewöhnt war. Also ich kann da wirklich nichts Schlechtes sagen, bin da total begeistert.
Und was ihr da im Hintergrund hört, sind die beiden Mini-Monster. So ein paar füttert gerade. Die sterben gerade den Tod der Gerechten. Ich zeig's euch. Fällt euch was auf? Hier kriegt jede Katze das Essen unterschiedlich zubereitet. So, Paar, was hat die jetzt hier im Napf? Was ist das? Die Dose, wo du gekauft hast. Das ist Katzenfutter aus der Dose. Und da? Brot, Toastbrot. Mit Siegemilch und mit Bacabongi, wie heißt das denn? Makrelen aus der Dose. Ja. Mit Ziegenmilch und Toastbrot. Und das ist richtiges Katzenfutter. Ja. Und die beiden großen Katzen kriegen noch irgendwie auch nochmal anders, ne? Die beiden, die Yi und die Tochter. Ja, die Yi ist nur Bacabong. Die isst nur Makrele mit Tomatensoße. Und die andere? Die andere macht wie so, die große gekauft. Die mag Katzenfutter. Jede Katze kriegt extra Katze gekocht. Krieg ich was gekocht heute? Ja. So, und bevor jetzt alle losjammern, wie schlecht der Service in Deutschland ist, möchte ich eine Sache klarstellen. Hier gibt es fast unendlich viele Angestellte. Wenn man in solche Baumärkte reingeht, wenn man in irgendeinen Supermarkt reingeht, geht man hier in den Elektronikmarkt, da steht beinahe neben jedem dritten Handymodell steht ein Verkäufer. Personalkosten sind hier offensichtlich relativ erschwinglich. Und wenn du so viel Personal hast, dann sind die Leute ja zum Teil auch wirklich froh, wenn sie einfach mal was tun können. In Deutschland ist eine ganz andere Arbeitsdichte. Ich bin selber Arbeitgeber gewesen in Deutschland, ich weiß, wie das ist. Da kannst du nicht mal eben noch zwischendurch, weil nur irgendein Kunde da reinkommt und irgendeinen Wunsch hat, alles andere stehen und liegen lassen und dich um den Kunden kümmern. Da ist die Arbeitsdichte, der Arbeitsdruck ein völlig anderer wie hier. Hier siehst du immer wieder, gerade so in diesen Elektronikmärkten oder so, irgendjemanden, der einfach da an seinem Handy daddelt oder nicht in den DIY geht, da sitzen auch schon mal drei Angestellte irgendwo in der letzten Ecke hinter irgendeinem Regal und quatschen. Hier ist einfach nicht so viel zu tun, in Anführungszeichen. Hier ist übrigens die Post, auch Tip-Top-Service, 12 Kilo Paket. Und was habe ich bezahlt? Knapp 300 Baht. Aber nicht per Express-Service, sondern ganz normal. Ja, also hier ist eine ganz andere Arbeitsauffassung. Die Leute arbeiten sich nicht kaputt. Es gibt jede Menge Angestellte. Und da kann man natürlich auch einen anderen Service bieten als in Deutschland bei der hohen Arbeitsdichte. Da möchte ich einfach Deutschland ein bisschen in Schutz nehmen. Ich will jetzt hier nicht so ein Deutschland-Bashing betreiben. Hier ist es halt unter den Gegebenheiten, die hier sind, einfach angenehmer. Für mich, so empfinde ich das zumindest. Und das wollte ich euch erzählt haben. Und jetzt seid so nett und geht auf die Facebook-Seite und drückt denen den Like. Die haben es echt verdient. Danke. Macht's gut und seid nett zueinander. Tschüss.